das für die Strebengrasmäuse in der Aqualand noch andere gefährliche Raubfeinde, wie zum Beispiel den Schabrackenschakal. Auch der Schabrackenschakal geht gerne auf Mausjagd, doch zum Glück für die Strebengrasmaus ist er dabei nicht immer sehr erfolgreich. Eine große Gefahr für die Mäuse bedeuten natürlich auch die Raubvögel wie dieser Lammerfalke. Auch Felsenbussarde ziehen häufig ihre Kreise über das Land der Mäuse in Namaqualand. In einem Fütterungsexperiment im Freiland sitzen hier die Mäuse einer Gruppe friedlich nebeneinander, um gemeinsam Rosinen und Haferflocken zu fressen. Aber wehe, es kommt eine Maus einer anderen Gruppe herbei, dann entsteht plötzlich Aufregung und Streit ist vorprogrammiert. Denn so friedlich die Mäuse einer Gruppe untereinander sind, so streitsüchtig sind sie mit den Mäusen der Nachbargruppen. Die Striemengrasmaus ist ganz klar ein territoriales Tier, welches ihr Gebiet gegenüber Mäusen anderer Gruppen verteidigt. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Aber auch nach der größten Aufregung wird es wieder Abend und die ersten Mäuse sind zurück am Nest, um sich in der Abendsonne zu sonnen. Andere sind noch auf dem Weg nach Hause und treffen sich dort, um in Reihen zurück zum Nest zu gehen. Es gilt nur noch eine offene Fläche zu überwinden, dann ist man zu Hause in der Sicherheit des Nestes, wo man die Nacht verbringen kann. Und am nächsten Morgen zieht man wieder alleine los auf Nahrungssuche. Allerdings muss man hier schon die erste Aufgabe des Tages lösen, nämlich am bösen Nachbarn der Pfeifratte vorbeizukommen. Die Pfeifratte ist ein weiteres tagaktives Nagetier in Namaqualand. Im Gegensatz zur Striemengrasmaus ist sie jedoch ein Einzelgänger. Das Leben der Pfeifratte in Namaqualand könnte so schön und ruhig sein, wenn da nicht diese ekelhaften Striemengrasmäuse wären, die den ganzen Tag auf ihrem Bau herumtrampeln und deshalb verjagt werden müssen. Striemengrasmäuse nesten auch in Pfeifrattenbaue und daher verteidigt die Pfeifratte ihren Bau gegen die Mäuse. Ähnliche Probleme wie die Pfeifratte hat auch die Buschkaruratte. Buschkaruratten bauen ihre großen Nester hinein in Büsche und die Mäuse benutzen gerne verlassene Nester von Buschkaruratten als ihre eigene Wohnung. Deshalb ist auch die Buschkaruratte häufig damit beschäftigt, Mäuse von ihrem Nest zu vertreiben. In den Nestern der Buschkaruratte herrscht eine bessere Temperatur und höhere Luftfeuchtigkeit als im Freien.
und nur durch diese künstlichen Nester kann die Buschkaruratte im trockenen und heißen Namaqualand überleben. Man könnte die Buschkaruratte auch die schwäbische Ratte nennen, denn ihr Motto scheint zu sein: Schaffer, Schaffer, Häusle baue. Sie ist den ganzen Tag damit beschäftigt, kleine Zweige und Äste in Büsche hineinzuschleppen, um dort ihr Nest zu bauen. Die Sozialstruktur der Buschkaruratte ist bisher nicht bekannt, doch scheint es so, als ob sie sozial ist und in kleinen Gruppen lebt. Ein anderer Aspekt wirft ein etwas negatives Licht auf die Buschkaruratte. Bei ihr kommt Kinderarbeit vor, ja, schon die ganz Kleinen helfen beim Bau der großen Nester. Häufig bleibt aber auch genügend Zeit, um mit den Geschwistern zu balgen oder einfach nur in der Sonne zu sitzen und einen Halm zu kauen. Den tagaktiven Nagetieren gibt es noch weitere tagaktive Kleinsäuger in Namaqualand, die Elefantenspitzmäuse. Elefantenspitzmäuse sind hierbei eine eigene Gruppe innerhalb der Säugetiere. Sie gehen alleine auf Nahrungssuche, doch leben meist in monogamen Paaren, wie hier diese Rundohr-Elefantenspitzmaus. Weiter oben in den Bergen gibt es noch eine weitere Art von Elefantenspitzmaus, wie man sofort an der Form der Ohren erkennt. Es ist die Felsen-Elefantenspitzmaus. Weiße Streifen in den Felsen zeigen, dass hier noch jemand wohnt und hier seine Toilette hat. Es ist die Felsenratte, ein weiteres tagaktives Nagetier aus Namaqualand, über dessen Sozialstruktur bisher sehr wenig bekannt ist. Allerdings gibt es Hinweise, dass auch die Felsenratte ein soziales Tier ist und in kleinen Gruppen lebt. Aber zurück zu den Mäusen, wo am nächsten Morgen bereits die Kleinen vor dem Nest spielen. Das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jungen ist bei der Stremengrasmaus sehr freundschaftlich.